Seid herzlich gegrüßt zu einer neuen Runde Phasmophobia auf Albtraum. Bevor es losgeht, werden wir eine einzige Sache noch verbessern, und zwar das Räucherwerk von Stufe 2 auf 3. Das hat eine Reichweite von 5 Meter, vorher waren es nur 4. Und wir haben die Dauer hier erhöht von 6 auf 7 Sekunden. Und das Wichtigste, wir verlangsamen jetzt nicht nur den Geist, sondern hierbei wird der Geist sogar aufgehalten. Und wir haben hier kein Verbrauchsobjekt mehr, das war ja alles verbrauchbar, ihr seht's. Aber das fällt hier weg. Das ist jetzt das Wesentliche. Und ich würde sagen, wir fahren heute ins Edgefield Roadhouse und gucken mal, was der Geist heute für uns über hat. Wir nehmen jetzt keine Nachtsicht mehr mit, nur wenn wir in größeren Locations sind. Und sonst würde ich halt hier die auf Stufe 2, die Kopfausrüstung auf Stufe 2 bevorzugen. Es sei denn, wir sind mal im Gefängnis oder im Sunny Meadows. Und apropos Gefängnis, gerade könnt ihr im Community-Tab abstimmen, wohin wir in der nächsten Profi-Jagd fahren sollen. Da führt gerade das Gefängnis. Aber es wäre natürlich noch schöner, wenn auch du abstimmen könntest, wenn du das noch nicht getan hast. Und darunter findet ihr noch eine Abstimmung. Da geht es um den Discord-Server, den wir vielleicht einrichten wollen, damit ihr euch untereinander ein bisschen absprechen könnt, mal unterhalten könnt oder euch verabreden könnt für eine gemeinsame Runde Phasmophobia. Oder falls es mal hart auf hart kommt und ihr Probleme mit einem Geist habt, stehe ich dann auch zur Verfügung. Und wir können dann dort schreiben, das ist vielleicht etwas einfacher als in den Kommentaren hier bei YouTube. Ja, dann legen wir mal los. Heute sollen wir den Geist mit Räucherstäbchen abwehren, Zeuge eines Geistereignisses werden. Und den Geist mit den Kruzifixen an der Jagd hindern. Jo. Also, Kopfausrüstung, Reinhold Messner, EMF, Fotokamera. Sehr schön. Dann geht's los. Schauen wir mal. Erstmal, wo der Sicherungskasten ist. Eins. Zwei. Erstmal in der Garage nachsehen. Sieht aber nicht danach aus. Nein. Aber hier hätten wir ein Versteck. Dann geht's ab in den Keller. Ist wieder ziehen angesagt. Ich mag die Türen nicht, bei denen man ziehen muss. Ist kein Versteck. Beschwörungskreis. So, das mal fotografieren. Ich hoffe, das reicht so. Ein gutes Foto. Nein, natürlich nicht. Das ist nur ein Zwei-Sterne-Foto. Weil ja hier das Regal noch ein bisschen im Weg war. Ja. Das wäre hier auch der Fall gewesen, aber von hier aus wäre es ein Drei-Sterne-Foto gewesen. Naja, egal. Dann brauchen wir wenigstens nicht die ganze Zeit Fotos von Fußspuren zu machen. Hätten wir das auch gespart. Alles klar. Vielleicht ist der Geist dann auch oben. Den Knochen brauchen wir dann zwangsläufig auch nicht zu suchen. Also manchmal ist so ein schlechtes Foto auch eine Erleichterung für die Folge. Wobei ich eigentlich gerne perfekte Jagden abschließe. So ist es nicht. Gib mir ein Zeichen. 11 Grad. 10,6. Dauert natürlich jetzt wieder ein bisschen. 11,9. Hier 10,1, 11,2, alles mal öffnen. Was haben wir denn hier? Was für ein Schrumpfkopf. Okay, 12,6, Versteck wäre hier auch noch was Feines, haben wir aber hier nicht. Aber hier. Und Reinhold, 10,6. Zwölf acht. 12,7. Okay. Keine Verstecke mehr hier. Wohnzimmer vielleicht? Hatten wir ja schon lange. Ach, da hinten wieder. Da frage ich mich auch immer wieder, wie kann man hier eine Toilette haben? Sofort in der Küche. Das wäre bei mir unmöglich. Also hier. Okay, lassen wir das mal an. Reinhold, was sagst du hier? 3,9. Okay. Ein Kruzifix, Buch und Videokamera.
Ein Kruzifix-Buch. Oder gleich die Box. Machen wir das doch mal. Ja. Dann haben wir gleich die Box dabei. Können die mal testen. So. So ein Kruzifix bräuchte ich eigentlich standardmäßig auf der Toilette. Haben wir das eigentlich gerade eben fotografiert? Jawohl. Okay. Buch. Bist du hier? War das die Tür hier? Ja, tatsächlich. Okay. Bist du hier? Bist du da? Sitzt du auf dem Pott? Was willst du? Ich kann es mir eigentlich denken, was du willst. Wie alt bist du? Wohnst du hier auf der Toilette? Ist jemand bei mir? Bist du da? Bist du hier? Bist du wütend? Keine Antwort. Salz und... Ich glaube, der hat die Toilette hier mit dem Waschbecken verwechselt. Ja, okay. Dann würde ich sagen, holen wir mal Salz, eine UV. UV, Salz. Okay. Und jetzt eine Videokamera. So. Kopfausrüstung mal ausmachen. Sehen wir hier einen Orb? Nein. Vielleicht gibt es aber noch Gefriertemperaturen. Doch, da war ein Orb. Da unterm Lichtschalter. Vielleicht kommt er jetzt nochmal. Da. Also, wir haben einen Orb hier drin. Da. Moment. Muss ich festhalten. Und... Ah. 6 Fingerabdruck. Obake. Hier auch. 2-mal hintereinander den 6 Fingerabdruck. Geist steht damit fest. Obäkchen. Ohne einen einzigen Beweis gefunden zu haben. Das ist, wenn man sich so ein bisschen mit den Geistern auskennt. Und da ist der Obake recht gut für. Wenn man den ein bisschen kennt und man sieht so einen Abdruck, hat man das gleich. Okay. Dann mache ich Folgendes. Ein Foto hätte ich dann noch gerne für die Galerie. Okay, danke, das war's. Gut. Wie geht's weiter? Wir gehen mal raus. Obake eingekreist. So. Abwehren, Kruzifix verwenden, um den Geist an der Jagd zu hindern. Okay, gut, gut. Hier unser neues Räucherwerk. Räuchergefäß, so. Da nehme ich aber jetzt lieber eine Taschenlampe, die ist mir während der Jagd lieber, habe ich ja jetzt schon oft gesagt. Sieht man einfach mehr. So. In der Garage war das Versteck. Dann warten wir hier vorne an. Da kommt ein Geist dabei, glaube ich. Ja. Holen uns ein Kruzifix, falls er in unserer Nähe nochmal ein Event gibt, damit er von hier aus nicht starten kann. So. Gut, wir hätten unten den Beschwörungskreis. Den könnten wir natürlich benutzen. Moment, muss ich mal eben gucken. Den Geist mit Räucherstäbchen abwehren und das Kruzifix verwenden, um den Geist an der Jagd zu hindern. Wenn wir natürlich den Beschwörungskreis benutzen, kann es sein,
dass er dann auch den Geisterraum wechselt. Joa. Machen wir das? Räuchern ihn dann hier? Nur ein Event. War nur ein Event. Alles in Ordnung. Das hat nochmal gut Sanity abgezogen. Das freut mich. Er ist aber noch hier, oder? Könnte jetzt gewechselt haben. Ist er jetzt hier in der Küche? Oder doch hier? Er ist wieder hier. Er sitzt wieder auf dem Pott. Ja, wo war ich stehen geblieben? Verfluchte Jagd. Ach komm. Leider hier kein Versteck, ne? Wir könnten ihn natürlich auch noch verlangsamen. Wir könnten ja hier noch ein bisschen Salz hinstreuen. Das könnten wir machen. Dann ist er ein bisschen langsamer. Dadurch gewinnen wir noch ein bisschen mehr Zeit. Würde ich mal so sagen, dass wir das machen. Ein bisschen Salz hinstreuen. 1, 2, 3. Räuchern ihn hier schön. Ah, da war schon ein Kruzifix. Er will schon jagen. War sowas. Wir wollen es aber beschleunigt haben. Dann räuchern wir ihn hier jetzt schön. Hallöchen. Das war's. Alles klar. Wir fahren mal. Der gute alte Obake. Schönes Ründchen. Ja, schade mit dem Beschwörungskreis. Ist das so ein bisschen... Naja, was soll man machen? Dafür haben wir schmutziges Wasser. Dafür können wir uns was kaufen. Gut. Obake steht fest. Eingekreist habe ich ihn auch. Keinen Beweis gefunden, außer halt Ultraviolett. Dann fahren wir. Jawohl. 1522 Dollar gemacht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und vergesst auch nicht abzustimmen im Community-Tab, wohin wir das nächste Mal fahren sollen auf Profi und ob ihr dafür seid, so einen Discord-Server zu erstellen. Das würde sich natürlich nur lohnen, wenn wir auch genügend Leute sind. Ich sag mal so 50 sollen sich schon dafür entscheiden, wenn man dann so rechnet, dass nochmal 10 bis 20 abspringen. Also 50 Zusagen sollten wir schon kriegen, damit sich das auch wirklich lohnt. Ich sage, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bleibt mir gewogen. Bis zum Wochenende dauert es nicht mehr lange. Haltet die Ohren steif. Tschüss.